Howdy Leute, willkommen hier bei Internet Café, unser Wecker, der läutet und das heißt für uns startklar. Wir gehen gleich zu unserem Laden, denn wir werden eine zweite Station aufbauen, beziehungsweise wir müssen doch schauen, dass wir leben können. Mit der Konstellation, die wir jetzt hier haben, haben wir es halt schon recht schwer. Weil wir haben zu Beginn gleich mal teure Sachen gekauft. Wir wollten schon mal das Beste vom Besten. Das war ein klein bisschen am Anfang nicht zu empfehlen, weil ne, man hat doch nicht so viel Geld, wie man meint. Und mit einem Rechner wirst du lang oder kurz gesehen. Ich habe schon gesagt, wollen sagen, dass da jemand steht, Mensch. Also Langzeit gesehen werden wir mit einem Rechner nur Verlust machen und nicht so viel Gewinn. Ja. Ich wünschte, man könne. Okay, nice. Ich wünschte, man könne da. Das Ding woanders hinstellen. Nein, also ich wünschte, wir könnten. Der Küche braucht doch auch kein Licht, oder? Naja, gut. Langzeit gesehen macht das. Also man könnte doch eigentlich auch jemand einstellen. Hä? Wieso steht jetzt der da? Mensch. Was macht das Headset da? So, wir ziehen mal um. Ne, warte mal, wenn wir ja sowieso umziehen. Was macht denn das? Was macht denn das Headset? Da wird das Headset bestellt. So. Genau. Ah! Wir machen gar kein Geld heute. So. So, den PC stellen wir hier hin. Den Bildschirm spielt doch gar keine Rolle, oder? Stellen wir hier hin. Die Tastatur legen wir hier hin. Die Maus schmeißen wir dahin. Nein, eigentlich nicht. So, andere Seite. Die legen wir hier hin. Was haben wir noch? Gehen wir dahin und den stellen wir dahin. Wunderbar. So, jetzt können wir aufmachen. Haben wir wahrscheinlich schon. Ich sehe jemand reinspazieren. Weg mit dir. Sieht einfach so geil aus. So, wir haben ja offen. Wunderbar. Jetzt können auch Leute kommen. So. So.
Mach keinen Scheiß, Mensch. So. Den Bildschirm machen wir hier raus. Die Tastatur haben wir hier. Du zahlst doch fleißig, oder? Wunderbar. Solche Kunden habe ich am liebsten, die dann auch zahlen. Eigentlich scheißegal, wie die Maus drauf liegt, weil wird ja eh nicht benutzt. So. Müssen wir da eigentlich nur noch einen Rechner bestellen. Wenn wir dann Geld haben, aber das ist eben die Sache, die Geld kostet. Wir müssen mal schauen, wie die Temperatur jetzt ausschaut. 25, 24, 24, 24, wunderbar. Komm, wir machen jetzt hier mal unser Entsorgungskeller. Unsere Besenkammer, dass es hier vorne ein bisschen aufgeräumt ausschaut. So, den Besen machen wir auch da nach hinten. Boah, wir könnten sogar noch nach oben. Ah, da hinten sehe ich eine Treppe. Boah, man kann ja eine richtige Spielhölle draus machen. Warte mal, hast du vielleicht einen PC oder so? 2006. Ah. So viel habe ich nicht. Oh. Der verkauft die Sachen noch ein bisschen günstiger, kommt mir so vor. Also ich weiß es nicht so recht, aber ich glaube, da werden wir... Guten Tag. Alles in besser Ordnung. Läuft alles so, wie es sein muss. Aber wenn ein Einbrecher hier ist, ne, das interessiert sie dann nicht, aber so schon. Mitteilen, kann ich einen Hotdog haben? Natürlich. Ah. Shit. Komm, steh doch schneller auf, Mensch. Seit wann willst du einen Hotdog? Tadam! Okay, brauche ich wieder Cola, Hotdog und Wasser. Ne, warte mal. Wasser habe ich. Wiedersehen! Wunderbar, sie zahlt. Also, eine Cola, ein Hotdog und ein Burger. Heute führen wir, ja, das habe ich schon gesehen. Ja, genau. Kein großartiger Ort, aber das Geld wert, das sie bezahlen. Ach, ist das schön. In diesem, ja, wenn, dann bist du das. So, das. Und das zahlen wir. Und dann sind wir bankrott. Kann ich hier nicht zahlen. Ich habe das Geld nicht. So. Desk 12. Ja, wir brauchen Geld. Geld, Geld, Geld. Wie machen wir am besten Geld? Also... So illegal gesehen. Können wir hier nicht nach Drogen verkaufen oder so? Oh scheiße, einen Burger hätten wir noch. Scheiße, naja, egal. Auch der wird eines Tages verkauft. So ein Hotdog. Was habe ich denn hier jetzt schon wieder für Rechnungen? Ach ne, das sind die P
PCs, die ich momentan am Laufen habe. So. Hier kann ich immer drauf schauen, ob irgendwas bestellt wird. Aber der fühlt sich wohl. Mehr oder weniger. Und ich bin gleich bankrott. Ja, du musst nicht oben in der Luft machen, aber ja. Was ist denn hier hinten dran? Hä? Können wir noch expandieren auf links? Herr Polizist, jetzt tun Sie doch etwas gegen diese Straßenräuber hier. Mensch. Ich würde so gern einen Kredit aufnehmen. Weil hier fehlt nur noch ein Rechner. Und der kostet was mit 1000. Ich könnte aber auch. Ne? Ich könnte ja eigentlich zum einen den verkaufen und was? Okay, der hat gezahlt. Ah, falsche Seite, aber ist okay. Ist mühsam, dass die Tasten so. Ja, ich brauche hier noch Platz für den Computer, oder? So. Wunderbar, da hat der Computer Platz. Guten Tag. Ich müsste mal schnell was essen gehen. Und zwar Brot, 2 Stück. So, wunderbar. So. 770. Scheiße. Der Bildschirm ist ja verkehrt rum. Ja, das ist auch mal interessant zu spielen, ne, wenn du nicht das Bild nicht siehst. Ist doch auch mal interessant. Scheiße. Ich muss das dann mal fixen, wenn ich den Laden zu habe. Momentan ist es nur so ein Schönheitsfehler. Geldangebot. Oh, ein Headset wird für mehr verkauft, als ich ausgegeben habe. Das ist doch schön. 1000, 1000, 1000. Was sage ich jetzt? 1000. PC-Gehäuse. 1022. Ne, warte mal. Ich habe eine Nachricht bekommen, glaube ich. Ne. Aber es ist immer nicht schlecht, wenn ich das Bild offen habe. Aber da war doch irgendwas. Alles in Ordnung noch bei Ihnen, mein Herr? Ja, okay. Ich sehe schon wieder jemand, der kommt.
Na, seht ihr? Da, unser Rüpel, wie er anschleicht, unauffällig wie nur was. Ja, dann stehst du da und ich beobachte dich. Guten Tag. Wunderbar. Hey, wir könnten uns einen zweiten Computer leisten. Wo ist denn der jetzt hin? Wo ist denn die zwielichtige Person jetzt hin? Gut gemacht, Officer. Ich weiß nicht, ob er es war, aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass die Polizei uns jetzt hier geholfen hat. 21 Uhr. Ja. So, jetzt habe ich zwar kein Geld mehr, aber schließen kannst du über den Computer nicht. Jennifer 24, freut mich, du bleibst jetzt auf bis morgen. So. Wo bleibt meine Lieferung? Wo bleibt meine Lieferung? Frachtraum. Vorne draußen. Ich weiß ja nicht, ob es geklaut wird, wenn. Auch wenn ich zu weit weg bin, dann geht es auch nicht. So, jetzt wollen wir den mal noch richtig setzen. So, wunderbar. Naja, mehr oder weniger. Ist ja egal. Wir haben geschlossen. Ja, stimmt. Kommen Sie morgen wieder. Homeless. So, gar keine Zeit, um groß rumzurennen. So. Okay, liebe Freunde, das war's auch schon wieder. Ich habe keine Ahnung, wie lang das die Folge ist, aber so 15, 16 Minuten lang, das reicht doch. Auf jeden Fall wieder einen Tag geschafft. Und noch mehr Geld verloren als eigentlich gewonnen. Aber wir haben jetzt zwei PCs. Das heißt, doppelte Gewinnchancen. Vielleicht können wir so unsere Schulden begleichen. Also die Strafe bezahlen, die 700 macht. Und ich hoffe, wir können so auch dann unser Internetcafé noch ein bisschen vergrößern oder noch ein PC dazu kaufen. Und dann vielleicht solche Spielkonsolen. Ja, man weiß es nicht, man sieht's, ne? Auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal. Tschüss!